Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des HSV Karrieremodus. Wir sind heute am Start mit der achten und letzten Episode dieses Karrieremodus. In der letzten Episode ist sehr viel Unmut von eurer Seite aufgekommen, was ich in gewisser Weise verstehen kann, aber ich werde das Ganze heute ein bisschen mehr erklären. Und wir gehen in unser letztes Ziel, unsere letzten Spiele, und zwar ist das natürlich das Erreichen der Champions League. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch über freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. IGVault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN, Microsoft Guthaben. Dazu selbstverständlich Instagram, Twitter. Das ist gerade für die Ultimate Team und Weekend League Spieler unter euch interessant. Ich denke mal, da könnt ihr gerade in der Weekend League einige schöne Reaktionen von mir mitnehmen. Müsst auch bei Instagram anfragen. Ich bin nicht öffentlich, ich bin privat, aber ich nehme natürlich jeden an. Und dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall. Ist kostenlos, genauso wie das Abo hier auf YouTube. Das heißt, ich würde es mir auf jeden Fall überlegen. Ich denke mal, ihr werdet einiges verpassen, wenn ihr das nicht macht. Unsere Elf steht und mit der werden wir jetzt auch gleich wieder antreten. Jung ist ja normalerweise nicht, ist der gesetzbar? Stopp mal, habe ich hier irgendwas verpasst? Er ist anscheinend dauerhaft gesetzt. Ich habe irgendwas Falsches im Kopf gehabt gerade anscheinend. Ich weiß nicht warum. Oder ist irgendwer verletzt? Naja, egal. Auf jeden Fall, Kostic kommt wieder nach seiner Verletzung auf die Bank und zwar für Sahan. Und wir haben grundsätzlich eine sehr schöne Startelf für das Spiel jetzt gleich gegen die Kollegen aus Freiburg. Das müssen wir natürlich gewinnen. Ja? Das Ganze wird wieder simuliert. Und genau das hat den Unmut hervorgerufen. Und den möchte ich jetzt gleich mal erklären. Ihr habt gesagt, Max, zieh doch mal was durch. Zieh doch mal ein Projekt durch. Mach doch mal eine Serie länger und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, Freunde, ihr müsst einfach mal an mich denken dabei. Wie denkt ihr denn, oder denkt ihr, 1:1, Kapuczka macht das Tor für Freiburg. Denkt ihr, mir macht es Bock, eine Serie zu produzieren, die null Klicks, null Resonanz bekommt und die euch keinen Bock macht? Wie soll ich da der Motivation hernehmen, ja? Ich dachte, dieses Projekt kommt gut bei euch an. Ist es nicht. Es gab sogar mehr Kritik dafür, wie ich diesen Karrieremodus gemacht habe, mit der Art und Weise, dass ich halt große Spieler verpflichtet habe. Wenn es euch nicht gefällt, dann ist das so. Dafür habt ihr eine Alternative, die besser ankommt generell und die ihr eigentlich auch mehr mögt. Und das sind Sprint to Glories, die ab jetzt kommen werden. Ab dem nächsten Karrieremodus-Video. Es wird natürlich auch ein Karrieremodus mit Hannover 96 kommen, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, es ist eigentlich verständlich, dass ich diesen HSV-Karrieremodus nicht ewig weitermachen will und kann. Einfach aufgrund dessen, ihr habt keinen Bock drauf und ich dann doch logischerweise auch nicht. Das ist doch klar, oder? Also, finde ich zumindest. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung. Wir haben ein Pokalspiel gegen Bayern, da gehen wir natürlich jetzt richtig rein. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Wir können natürlich nie mit der absoluten A-Elf spielen, weil die gerade gegen Freiburg gespielt hat. Balotelli ist auf der Bank, genauso wie Fiete Arp, Touré ist auf der Bank und Papadopoulos, beziehungsweise teilweise gar nicht im Kader. Aber Bayern spielt mit A-Elf, das heißt, das wird noch schwerer als gedacht. Kostic freigespielt, gefoult von Robben und es gibt den Elfmeter, der fliegende Holländer, diesmal der faulende Holländer. Ja, das ist auch definitiv ein Elfmeter. Ich hatte den flachen Schuss gemacht, das heißt, wäre wahrscheinlich drin gewesen. Oh, ich habe das Ziel an. Nein, jetzt ist egal. Aber so steht es 1:0 durch Bobby Wood. Wir gehen früh in Führung und das ist sehr wichtig. Von Drongelen abgeklärt. Letztes Mal haben wir ja gegen Bayern gut ausgesehen und erst ganz kurz vor Schluss durch Boateng das Ausgleichstor kassiert. Das sieht auch sehr gut aus. Wallacy, zweiter Pfosten Kostic. Der kann das Ganze nochmal gefährlicher machen. Aber kommt zu weit ab, leider Gottes. Kostic 2:0. Das geht zu einfach. Ausgekontert der FCB. Und wir sind in einer richtig guten Position, das Pokalfinale einzuziehen. Da ist der Anschlusstreffer. Das war aber auch sehr einfach. Kein Zugriff bekommen und haben es mit dem 1:2. Was sind das für Tattoo? Boah, sehen die hier kacke aus. Wallacy, was war das denn, mein Freund? Was für eine Bude. Alter, Abstand ist wieder hergestellt. Und der steht eigentlich halt nur in der Stadt, weil Touré nicht fit war. Und so ein Schuss raus. Nicht schlecht. Aber Bayern antwortet direkt wieder. 3:2. Auch wieder so einfach. Herrje. Und Wood fast mit dem 4:2 von der Halbzeit. Was ist das für ein Spiel? Ganz viel Glück gegen James. Aber wie kann der so frei zum Abschluss kommen? Ich passe ich nicht genug auf. Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Aber passe ich sonst nicht genug auf, oder was?
Kostic. Übersicht von Holtby. 4:2 Doppelpack. Gegen die Bayern hat er letztes Mal noch so viele Chancen verballert, aber dieses Mal perfekt. Oh, ganz stark von Pollersbeck. Das sollte der Sieg für uns sein, auch wenn ich nicht weiß, warum wir, wenn wir noch 4:2 führen, so offen stehen. Jetzt ist Neuer mit vorne. Das heißt, wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir jetzt einen Konter mit anschauen. Pokalfinale ist geschafft. Das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr große Chancen, in die Euroleague zu kommen, was ja minimal Ziel ist. Kleines Derby gegen Wolfsburg. Natürlich ein wichtiges Spiel, aber auswärts sehr schwer gewinnen. Trotzdem war Stovak Pollersbeck verletzt sich, aber der wunderbar aufgelegte Kostic trifft schon wieder. Kann man auch so machen. Jetzt fällt Douglas Santos für 2 Monate aus. Pollersbeck übrigens auch. Das ist natürlich jetzt bitter in den verbleibenden Spielen, aber es sieht momentan ziemlich, ziemlich gut für uns aus, muss man dazu sagen. Also es scheint, als würden wir tatsächlich zumindest die Euroleague auch in der Liga sicher haben. Das Problem jetzt bei der ganzen Geschichte ist, die Champions League, wir sehen gleich die Tabelle, die ist ein bisschen weit entfernt. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, da noch hinzukommen. Wir müssten jetzt beide Spiele gewinnen und Schalke müsste beide Spiele verlieren. Gladbach dürfte nur einmal unentschieden spielen, müsste einmal verlieren und Hertha dürfte auch nur einmal gewinnen. Ich glaube, das können wir uns abschminken. Zum Glück haben wir ja mit Martenia einen vernünftigen Ersatzkeeper. Frankfurt hat zuletzt 1:5 gegen Bayern verloren. Niederlagen davor gegen Berlin und gegen Leverkusen. Das kann passieren und gegen uns verlieren sie auch. Der nächste verletzt sich mit Jung, aber Holtby und Sakai treffen, sodass wir definitiv Platz 7 sicher haben sollten. Jawohl, wir können nichts mehr machen in der Champions League. Aber das ist nicht schlimm, weil Euroleague haben wir. Und das ist, oh Gott, perfekt. Wir spielen gegen Gladbach und das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn momentan ist Luis Holtby zusammen mit Arjen Robben auf Platz 1 der Torjägerliste. Und wir wollen natürlich, dass unsere Nummer 8, unser 10er, da auch am Ende der Saison steht. Also auf Platz 1, nicht auf einem geteilten Platz 1. Und dementsprechend werden wir natürlich alles daran hängen, jetzt hier mit dem nochmal ein, zwei Buden zu machen. Das wäre natürlich geil. Luis Holtby, abgefälscht war das Ding hoffentlich. Ich habe nämlich flacher Schuss gedrückt, aber gut. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das hier direkt geklappt hätte. Oh, die Idee war schön. Also wenn er den gut trifft, dann haben wir hier ein Tor des Jahres. Da ist Holtby, aber er macht ihn nicht. War es abseits? Es war kein Abseits. Ah, das ist natürlich umso bitterer. War eine dicke, dicke Gelegenheit. Aber wir nähern uns an. Oh, Holtby setzt das Ding an die Unterkante der Latte. Hat aber nochmal die Chance. Schön gedreht um Hermann rum. Ha, das wär's gewesen. Jetzt Luis Holtby! Abseits, abseits, kein Abseits, ich weiß es nicht. Warum steht da nichts? Warum steht da weiter 0:0? Kann das bitte aktualisiert werden? Ist jetzt Tor oder nicht? Bitte! Es ist Tor, es ist Tor. Wir schaffen es tatsächlich in der 90. Minute durch Luis Holtby den Führungs- und Siegtreffer zu erzielen. Frage ist, reicht das im Endeffekt? Reicht das für die Torjägerkanone? Aber was war das denn jetzt bitte? Bayern hat 4:1 gewonnen. Okay, alles klar. Das heißt, 4 Gelegenheiten für Robben, Tor zu schießen. Wird er sich wahrscheinlich nicht genommen, also nicht nehmen lassen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das eine Tor mit Holtby. Wir werden jetzt sehen, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. Wir gehen auf die Spielerstatistik. Wir gehen auf die Liga. Und Luis Holtby ist Torschützenkönig der Bundesliga mit 15 Toren, was absolut unrealistisch ist, vor Arjen Robben. Hammergeil. Wir bekommen mal eben 64,093 Millionen für die Bundesliga. Also ich denke mal, dass die ganz zufrieden sind mit unserer Leistung. Und wir stehen im DFB-Pokalfinale und das gibt's jetzt gegen Leverkusen. Kostic! Na, nee, Lozano war's. Schöner Versuch, gerade schon Kopfball von Arp gehabt. Also wir sind bisher das überlegene Team mit den besseren Chancen. Und da ist das 1:0! Kyrgiakos Papadopoulos gegen seinen Ex-Verein natürlich mit dem 1:0. Ganz, ganz wichtig, von dem Schauer, das es angeblich geben sollte, sehe ich hier nichts. Also jetzt auf der Kamera, aber ansonsten spürt man davon nicht viel. Aber das war unglaublich schlecht von Leno. Wir führen. Balotelli an die Latte. Eigentor, jawohl!
Das zweite, das erste Tor war ein Eigentor von Sven Bender und dieses war ein Eigentor von ich weiß nicht wem und ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wie, aber es war ein Tor. Balotelli lässt sich feiern, aber ich will jetzt nochmal ganz genau sehen. Wieder Bender, Doppelpack. Ja gut, das ist bitter. Boah, Lozano wie ein Wühlbüffel. Balotelli gegen Bender. Und ganz ehrlich, also Bender ist bisher der absolute Man of the Match. Das kann man nicht anders sagen in diesem DFB-Pokalfinale. Zwar für uns, aber das macht ja nichts. Oh, oh, oh! Das war ein richtig geiler Volleyversuch von Jatta. Lars Bender geht runter. Entweder ist der Sven ausgewechselt. Und ich weiß nicht, wer da fast das nächste Eigentor gemacht hätte, aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Jonathan Tah, ein Ex-Hamburger, macht's nochmal spannend. Das war aber. Warum kommt Martin ja nicht raus? Also, ich habe zwar gedrückt, aber okay. Oh, wieder so stark von Jatta. Jetzt belohne ich endlich mit deinem Tor, komm. Und damit ist es geschafft. DFB-Pokalsieger 2018 ist der HSV durch zwei Eigentore von Sven Bender, drei Tore von Leverkusen in diesem Pokalfinale, aber nur eins auf der richtigen Seite, durch einen Ex-Hamburger, aber das hat auch nicht mehr geholfen. Wir haben es geschafft. Da haben wir unsere Jungs mit dem DFB-Pokal. Und derjenige, der den Himmel recken wird, wird unser Spieler der Saison so gesehen sein, von dem ich es am wenigsten erwartet hätte. Unser Kapitän Luis Holpi. 3, 2, 1. There we are! Let the party begin. Ziel. Check. Zu guter Letzt natürlich ein Blick auf die abschließenden Statistiken. Wir sind in der Liga am Ende Tabellen 7. geworden mit 57 Punkten, 16 Siege, 9 Unentschieden, 9 Niederlagen, 57 Tore geschossen, damit die zweitbeste Offensive der Liga, 37 Gegentore, auch gar nicht mal so schlecht. Tordifferenz von 20, das ist die beste nach dem FC Bayern, sehr, sehr stark dementsprechend und das vor allem, weil wir erst relativ spät übernommen haben. Im DFB-Pokal sind wir Sieger geworden nach Spielen gegen Hertha, gegen Hannover, gegen Bayern und gegen Leverkusen. Relegationsspiel steht noch aus zwischen Union und Freiburg. World Cup haben wir nichts mit am Hut, aber wir gucken uns natürlich noch die individuellen Statistiken der Spieler an. Erstmal haben wir hier auslaufende Spielerverträge. Tölke, Salihovic, Draf, yeah, und Ronstadt, aber das interessiert uns nicht. 8,5 Millionen kriegen wir für den DFB-Pokal und wir gucken uns einmal die Mannschaft an, beziehungsweise in der Teamzentrale, wer denn unsere Top-Spieler waren. Die meisten Einsätze hatte diese Saison Luis Holpi mit 37, genauso wie Papadopoulos. Der hat kein Tor gemacht und keine Vorlage, aber dafür dieses wichtige Fast-Tor im Pokalfinale. Douglas Santos dahinter mit 35, dann Kostic mit 31 und dann geht es ganz rapide runter. Hier wegen Lozano Neuzugang mit 21 Spielen. Im Endeffekt haben wir also, ja, ohne Gegentor, ja, wie viele Spiele waren es? 13 hat Papadopoulos gemacht und der hat alle gemacht, von daher 11 in der Liga ohne Gegentor. Sehr, sehr stark, nichtsdestotrotz. Gucken wir uns auch die Tore an und da ist Luis Holpi vorne mit 17 insgesamt, 15 in der Liga. Müller und Kostic folgen auf Platz 2 und 2, also 2 und 3 so gesehen, mit jeweils 10 Toren. Kostic mit 7 Vorlagen, Balotelli mit 7 Toren in der Liga, keinem DFB-Pokal. 2 Vorlagen hat er dazu noch, 9 Vorlagen hat er dazu noch gemacht, Entschuldigung. Fiete Arp mit 4 Saisontoren, Lozano mit 5 Saisontoren, André Hahn mit 3 die meisten Vorlagen, hat Mario Balotelli gemacht, dann Fiete Arp mit 8 Vorlagen in der Liga und einer im DFB-Pokal, Luis Holpi mit 8 Vorlagen, Kostic mit 7 Vorlagen, also diese 4 auf jeden Fall unsere Most Valuable Players, auch wenn natürlich hier wegen Lozano nicht zu vergessen ist, mit 11 Scorern in seinen 21 Spielen, Balotelli überragende 16 in seinen 20 Spielen, also kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Das war's vom Projekt HSV, das war's von diesem Karrieremodus, ich hoffe, euch hat's gefallen, diese letzte Episode, wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit der ersten Sprint to Glory, ihr werdet das sehen, ich mache das auf meine Weise, ich habe noch nie eine Sprint to Glory geguckt, aber ich werde so machen, wie ich mir das vorstelle. Ich denke mal, das wird ziemlich cool werden und das erste Team wird der AC Mailand. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.